Also, Papa Plattes Portfolio. Ich habe mitbekommen, dass er uns erwähnt hat. Und ja, ich finde, er ist ein absolut cooler Typ. Unser CTO Tommy ist großer Fan von Papa Platte. Schaut sich, glaube ich, jeden Stream von ihm an. Deswegen steigen wir doch da mal ein. Alright, jetzt kommen wir zu dem Part, wo ich euch zeige, Freunde, was ich investiert habe. Ich habe das Ganze mal in eine andere Website übergeleitet, weil ich jetzt nicht irgendwie, also ich hatte Angst, dass ich irgendwelche Daten von mir leake dann oder so. Am besten in ein Parkettportfolio oder sowas, so ein Portfolio-Tracker. Alright, wir machen's kurz und schmerzlos, Freunde. Okay, solide. 1,06 Millionen. Also 1,6 Millionen hat er drauf. Kursgewinn minus 66.000 Euro. Gut, das ist jetzt bei einer Million nicht so weltbewegend viel. Das ist das, was ich habe. Ihr seht hier, ist aufgeteilt in verschiedene Sachen, Geil, er macht doch selbst seine Portfolio-Analyse, will ich. Was soll ich denn dazu noch sagen? die wir jetzt kurz mal durchgehen werden. Also investiert er da 1,1 Millionen, ne, sieht man hier, investiert 1,13 und 1,0 ist es derzeit. Und ich euch kurz erkläre, warum ich das gemacht habe oder warum ich das auch bereue. Ich habe hier leider keine Wertentwicklung, weil dann hätte ich jetzt, es hätte super lange gedauert. Ich hätte dann noch irgendwie gucken müssen, wann habe ich was gekauft und so. Was man machen kann, ist, er könnte sich die ganzen, das kann ich dir mal zeigen, irgendwann. Bei Scalable kann man sich ja die ganzen Wertpapierabrechnungen, die kann man sich en bloc ziehen. Und dann bei Parkett hochladen und der zieht sich aus den PDFs die ganzen Daten raus und dann hast du auch die Historie mit drin. Mein Depot ist gerade 6% im Minus, Muss man da was angeben, von wo das viel angeforderte Geld ist. kommt? Scalable Capital ist, wie Kevin schon sagte, von Exakt. der Deutschen Baderbank gedeckt und Exakt. dadurch ist euer Geld bis 100.000 durch die Exakt. Einlagensicherung von Deutschland gesichert. Ja, ist ein guter Hinweis, aber diese Einlagensicherung bezieht sich natürlich nicht auf die Millionen, die er hier hat, sondern die Einlagensicherung bezieht sich auf das Cashvermögen. Das Geld, was er investiert hat, ist ja nicht durch die Einlagensicherung gedeckt, sondern das ist komplettes Sondervermögen, das heißt, würde nicht auf die Bankbilanz. Das, was ihr an Cash auf eurem Konto habt, ist auf der Bankbilanz mit drauf. Das vergessen viele. Von daher könnte man sagen, dass das Cashguthaben riskanter ist als das, was ihr investiert habt. Nein, aber basically 6% Minus klingt jetzt super viel. Ja, so viel ist es nicht. Also es kommt auf den Zeitraum an. Also dadurch, dass er die Historie halt nicht drin hat, weiß man jetzt nicht, auf was sich die 6% beziehen. Deswegen kriegst du halt auch keinen internen Zinsfuß hier angezeigt im Portfolio. Aber das kann er erstmal nachpflegen und ja. Was wirklich okay für den aktuellen State des Marktes. Also wenn man sich jetzt mal einen, Ja, bin ich d'accord mit ihm. keine Ahnung, einen S&P 500 anguckt als Beispiel. Wir befinden uns auch wirklich gerade in einem Finanztief, Digga, durch diese Investoren ganzen Sachen nutzen wie, Scalable auch schon ne, seit ihr wisst, Jahren und Stock und App ist auch die ganzen idiotisch. Sachen, die Yes. too Ach du aware sind Scheiße, gerade, das bereue Freunde, ich die allerdings. Sachen, Du die in der meintest, diese Ukraine und in Analyse Russland sollte viel passieren, direkter gelten, Covid und meine so, you know? Investments Der sind. Covid ist ein bisschen weniger der Fall. Also vor allem das Wichtigste ist natürlich Zins und Inflation. Also eigentlich sogar mehr die Inflation. Ich habe, wie gesagt, jetzt hier leider keine Wertentwicklung, aber im Grunde müsst ihr euch vorstellen, Geil, er malt den Chart nach. Genial. soweit ich das Gibt es getrackt die habe, wenn Möglichkeit, das dass hier ich meinen heute Fonds ist meinen Geld und gebe und sagen wir mal hier ist so vor einem halben Jahr, alright, dann würde ich sagen, also mein Höchstes, was ich mit Kannst du diesem mir was Portfolio von hier der erzielt habe, waren Deposit abgeben? 30% Profit. Danke. Aktuell sind wir aber halt bei 6% Minus. Ich habe ja eben gesehen, also kleiner Sneak Peek, er hat ja ganz gute Tech-Werte da drin. Also Nvidia habe ich gesehen, ist, glaube ich, auf jeden Fall die Position, mit der er am meisten gewonnen hat. Das war in seiner Top-Liste mit 41% oder sowas in der Größenordnung. Das heißt, er war schon ziemlich im Plus gewesen Das vorher. sollte man nur mit Geld machen, was halt. Zu sagen, Geld, was einem nicht wichtig ist, eine Million. Also, das Ding ist, ich würde jetzt nicht sagen, das sollte. Also. Ja, das ist das Problem, wenn du es nämlich offen zeigst, Nicht ja. impliziert, dass mir egal wäre, wenn dieses Geld gone wäre. Versteht mich nicht falsch, okay? Aber das sollte man nur mit Geld machen, was man bereit ist zu verlieren. Was nicht existenzentscheidend ist, sagen wir es mal so, ja. Wenn du nicht deiner Familie damit ein Haus später kaufen willst oder wenn du darauf angewiesen bist für deine Rente zum Beispiel. Aber das ist trotzdem ein sehr hoher Percentage von meinem Net Worth. Okay, ein sehr hoher Prozentsatz von seinem Nettovermögen. 100%ig. Also wirklich insane hoch. Also im Grunde ist es das aktuell so. Und es ist aber für mich auch was Long-Term-mäßiges. Und ich habe viel gelernt. Und wir gehen jetzt durch die größten Blamagen meines Lebens, okay? Ja, ist geil, dass er das so zeigt. Zumal, was ziemlich cool ist, ist, wir hatten ja mal ein Video, auf ein Video reagiert von Papa Platte, wo er seinen größten Fail gezeigt hat oder so. Also da, wo er am meisten Geld versenkt hat in einem Trade. Und da war er ja noch ziemlich trading-aktiv gewesen. Und ich dachte, das wäre so ein Chart über mehrere Wochen, aber es war ein Intraday-Handel. Also ich glaube, er ist jetzt deutlich
längerfristiger unterwegs. Man sieht aber hier am Portfolio schon, er ist sehr konzentriert. Also hier so dieser, der Donut ist jetzt zur Hälfte mit einem einzigen Wertpapier befüllt, dann fast ein Viertel ein zweites und dann das restliche bisschen mehr, ja, sagen wir mal 20% ist in weitere Werte aufgeteilt. Von daher ist schon sehr, sehr konzentriert unterwegs. Wenn das hier natürlich ein ETF ist oder die beiden hier ETFs, dann ist natürlich top, weil dann hat er schon mal eine maximale Diversifikation und riskiert halt nicht so viel, wie wenn er jetzt hier auf drei Einzelaktien setzt im Großen. Oh mein Gott, alright, Freunde, wir fangen an mit dem biggest chunk und mit dem Chunk, wo ich am confidentsten bin, meinem ETF. Luxor UCITS ETF MSCI World Information Technology. Okay, ich dachte, er hätte jetzt einen normalen World ETF genommen, aber nein, er hat den Fokus auf Technology. Ja. Persönlich wäre mir das viel zu branchenlastig, auch wenn die Technologiewerte im normalen MSCI World eh schon ein hohes Gewicht haben, aber... Warte mal, wir können uns das ganz kurz angucken. Luxor MSCI World Information Technology Accumulated. In unserer ETF-Suche haben wir den natürlich drin, kostet 0,3. Ist also teurer als ein normaler World ETF, ist ein Swapper, deswegen hat er hier nur eine Position. Aber lasst euch davon nicht beirren, wie gesagt, ist ein Swap-Geschäft drauf. Wenn wir trotzdem die Top 10 Positionen sehen wollen, können wir ins Factsheet reingehen und dann werden wir feststellen, genau, Technologiewerte. Also mit 21% sind da Apple drin. Also wenn er, sagen wir mal, eine halbe Million da drin hat in diesem Fonds, und 20% davon in Apple investiert sind, dann hat er 100.000 Euro in Apple investiert, wenn ich jetzt nicht falsch gerechnet habe. 20% von einer halben Million. 100.000 Euro in Apple investiert. Das kann man so eigentlich mal ganz gut rechnen, um immer wieder festzustellen, wie schwer dieses Gewicht tatsächlich ist. Ne? Und dann nächste Position Microsoft und dann nimmt es eigentlich ganz gut ab. Nvidia haben wir eben in seiner Tops-Flops-Liste gesehen, also das hat er auch schon mit drin. Visa, Mastercard, ASML, also Chiphersteller, Broadcom, Cisco, Accenture ist eigentlich ein Beratungsunternehmen, hätte ich mehr gesagt, aber auch mit Fokus auf Technologie, aber okay. Genau, also das ist der ETF, den er mit etwas mehr als einer halben Million hat. Ich habe in den MSCI World investiert, in den Luxor. Er hat nicht in den MSCI World investiert, er hat in den MSCI World Information Technology. Also nur die Technologieaktien drin. Sag mir nicht, dass er sich verklickt hat, das ist echt der Hammer. Aber ich finde ETF in dem Sinne für mich gut, weil es sehr krass aufsplittet. Also wenn wir mal gucken. Also hier, wir sehen es ja, ne? WKN-Nummer 33667 am Ende. Das ist genau den wir uns hier angeguckt haben. Also das ist definitiv mit Fokus auf Technologie. Es ist kein marktneutraler MSCI World, ne? Wir können mal hier reingehen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir machen das mal am besten auf Just ETF Zacko. Er hat auf den falschen Link geklickt. Genau, da gibt es hier das Sheet. Wo ist das? Factsheet. Ich glaube, das hier müsste es sein. Da kann man hier mal gucken. Hier, das teilt sich halt auf in verschiedene andere Aktien, okay? Das heißt, ich habe halt sozusagen, dadurch, dass ich jetzt halt 500.000 in diesen ETF investiert habe, habe ich halt davon auch 20% in Apple, 60% in Microsoft, in Nvidia, Visa, Mastercard und so weiter und so weiter und so weiter. Checkt ihr? Also, das ist sehr, sehr technikorientierter ETF, den ich mir ausgesucht habe. Okay, gut, das weiß er, ja, okay, alles klar. Hier seht ihr übrigens die Anzahl der Titel, ja, 184. Das ist das, was quasi in dem Index drin ist. Also wenn ihr überlegt, normalerweise hat so ein MSCI World 1600 und der wird jetzt reduziert auf 184, ja. Weil ich der Meinung bin, wenn die Welt untergeht, brauchen wir trotzdem die Technik. So denke ich halt. Ich denke, dass wir, wenn die Welt untergeht, Infrastruktur brauchen, Nahrungsmittel brauchen, Pharmazie brauchen und Technologie vielleicht so. Also, happy, dass wir einen Podcast zu besprechen, ja, aber Apple, naja, also, wenn wirklich die Kacke am Dampfen ist, sagen wir es mal so, dann kaufe ich mir halt nicht das neueste iPhone und dann nutze ich mein iPhone halt noch weiter oder hole wieder meinen Xiaomi aus der Schublade. Microsoft, okay, aber brauche ich, wie gesagt, also im Technologie, also im schlimmsten Fall auch nicht. Nvidia, same, Chips. Visa, Mastercard, okay, die sind vielleicht ein bisschen robuster. ASML, wenn weniger Technologie-Dinge verkauft werden, werden auch weniger Chips verkauft. Broadcom, ist mir nicht ganz klar, was die machen. Das ist, glaube ich, Telekommunikation. Ich will nicht sagen, dass Information Technology, dass das ein schlechtes Investment ist. Will ich überhaupt nicht damit sagen. Aber dass es ein krisenresistentes Investment ist, da bin ich nicht ganz einig mit ihm. Also da gibt es tatsächlich... Da bin ich, glaube ich, in der Value-Aktienwelt deutlich besser unterwegs als in der Growth-Aktienwelt. Weil das sieht man ja auch ganz klar, ne? Die Zinsen steigen. Wen straft es am stärksten ab? Die Technologiefirmen. Wer entlässt am meisten derzeit? Die Technologiefirmen. Also da
teile ich deine Analyse nicht ganz. Nichtsdestotrotz will ich damit nicht sagen, dass Information Technology ein schlechtes Investment ist. Ne? Aber es gibt super viele andere Strategien, die ihr machen könnt, Freunde. Und ihr könnt mal bei Just ETF gucken. Es gibt super viele andere ETFs, die euch auch abchecken könnt. Könnt ihr im nächsten Mal im Chat sagen, dass wir auch eine ETF-Suche haben. Aber im Grunde ist da mein Play für die Zukunft, mehr reinzupacken und keine Einzelaktien zu kaufen, glaube ich. Also mein Advice wäre auf jeden Fall, guck dir mal die langweiligen Sektoren an, beispielsweise der Getränkehersteller, der in deinem Kühlschrank hinten dran ist, wobei ich weiß nicht, der ist, glaube ich, nicht börsengelistet, Red Bull. Das ist ein langweiliger Nahrungsmitteltitel, FMCG, Fast Moving Consumer Goods, aber darauf bist du mehr angewiesen als, also jetzt nicht auf Red Bull im Speziellen, aber auf Nahrungsmittel, genau. Und bei ETFs bin ich halt ein bisschen mehr so diversifiziert, also ein bisschen mehr verteilter, checkt ihr? Ja, ich weiß, euch juckt das alles nicht, alright? Aber es gibt ein paar Leute, die juckt das. Es gibt, glaube ich, ziemlich viele Leute, die juckt das, ja. Gerade wenn sie sowas Juiciges wie ein 1-Millionen-Portfolio sehen. Man sieht mal sowas schon. Ich weiß nicht mal, ob wir schon mal 1-Millionen-Portfolio im Stream gezeigt haben. Ist okay, wenn es euch nicht juckt. No joke, ich verstehe das komplett. Aber um euch nochmal kurz zu zeigen, wie sich der ETF bei mir gerade entwickelt. Genau, dann sehen wir hier die zweitgrößte Position, wo ich meinte, fast ein Viertel, ne, sind 230.000 in Nvidia, also in Einzelaktie, die ja schon über den Information Technology ETF auch sehr gut abgebildet hat. Take-Two. 106.000, die machen, glaube ich, Spielesoftware, oder? Korrigiert mich mal. Und Tesla, nochmal eine große Position. Also ein Tesla hat in Tesla investiert, 86.000. Wobei für 86.000 kriegst du, glaube ich, zwei Tesla. Ich meine, wir sehen, wo die Verluste herkommen, ne? Nicht aus dem diversifizierten Bereich, sondern aus den Einzelwerten. Take-Two, Tesla. Ja, also ich habe jetzt angefangen zu investieren in diesen ETF irgendwann, I guess. Hab damit halt hier oder so. Aber mich interessiert das schon irgendwie. Okay, pass auf, ich kann es nicht ich so perfekt wiedergeben wie Lil Bro Finanzfluss. Wir kriegen so viele Blumen, ich ersticke hier. Bin CTO bei Finanzfluss, danke für die Empfehlung. Komm doch mal in unseren Podcast oder lade ihn zu dir ein. Bro, no joke, Finanzfluss steht auf unserer Liste, Gäste. Ich würde ihn unfassbar krass mal dort bei uns haben. Ja. Ich glaube, das wäre sehr, sehr geil. Lass gerne mal E-Mails hin und her shooten oder so. Jederzeit sehr gerne. Aber bitte informiert euch vorher, Freunde, weil auch ETFs sind trotzdem Risiko. Das stimmt. Und das sollte auch immer Geld sein, was ihr im Zweifelfall auch opfern könntet, weil da kommen wir jetzt zu den dicken Bomben, die da reinhauen, die mein gottverdammtes Portfolio zerficken. Also damit ihr checkt, dieser ETF aktuell zum Stand jetzt hat mir 15.000 gebracht. Der war aber auch schon mal leckere 36% im Profit und dann könnt ihr euch vorstellen, wie das reinkracht. Der war auch schon mal so bei so 180.000 Profit. Nur da habe ich halt obvious dann nicht ausgepayt. Ich weiß nicht, ob jeder folgen kann. Also er hat quasi die Position nicht geschlossen, um Geld zu verdienen. Also um den Gewinn zu realisieren. Nee, das für mich nichts ist. Also ich bin jetzt hier nicht daran interessiert, jetzt hier irgendwie die Profits mitzunehmen, sondern ich will das Ding halt über die lange Zeit halten. So, wo ich hätte Profits nehmen sollen? Da kommen wir jetzt zu den schmerzhaften Sachen vor, ne? In den Einzelaktien. Beyond Meat, 85% im Minus. Das tut weh. Dann habe ich noch Nvidia. Nvidia ist noch einer der Big Player, wo, also Nvidia und mein ETF sind meine großen Positionen, meine größten Positionen. Habe ich damals gekauft, weil ich einmal, also ich habe mich natürlich selber informiert. Ans Bitcoin Mining geglaubt, sehr wahrscheinlich. Oder ich glaube, die wollen da einsteigen. Sehr wichtig immer. Und es wurde empfohlen bei Aktien mit Kopf im Podcast, weil ich persönlich für mich der Meinung bin, Grafikkarten sind ein Ding in der Zukunft. Ich glaube, dass wir mehr VR-Shit sehen werden. Ich glaube, dass wir mehr autonomes Fahren sehen werden. Und es gibt noch mehrere andere Sachen. Kannst du mal ein Kurztutorial machen, wie man investiert oder anlegt? Also was ich machen muss. Also so Bankportfolio anlegen etc. wäre Baba oder muss man einfach Scalable Capital downloaden? Das Erste, was du machen solltest, dich informieren, Bro. Und nicht in stupid irgendwie Tesla All-In-Shit, you know? Das ist das Wichtigste. Denken wir hier gerade an Tomary? Nein, Spaß. Alright, dann kommen wir zu den anderen wilden Sachen, die ich investiert habe. Mich würde trotzdem interessieren, ob du beim Bärmarkt in der letzten Zeit investiert hast. Ja, da kommt der Big Epic L, den ich getaggt habe. Ist also, schon Interesse da von den Leuten, ne? Meine Strat ist beim Investieren halt, die Dips zu kaufen, bei meinem ETF, okay? Das macht meinem ETF Sinn, bei Einzelaktien nicht, weil bei Einzelaktien können die auch nie wieder hochgehen. Also beide Dip kann sich herausstellen, als dass es kein Dip ist, sondern ein Gegenende gehen. Hashtag Wirecard, Hashtag Credit Suisse und was es sonst noch so alles gab. Bei ETFs seid ihr aber diversifiziert. Quasi oder?
hier das erste Mal gekauft, dann habe ich hier irgendwo gekauft, dann habe ich hier irgendwo gekauft, dann habe ich hier irgendwo gekauft. Und basically an dem Punkt war dann irgendwann mein Limit erreicht, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt nicht noch mehr Geld von meinem Bankkonto, also von meinem, ich sag mal, Bargeld in Aktien stecken, weil ich halt immer der Meinung bin, also wisst ihr, was ich meine? Ich will jetzt nicht 80% von meinem Networth in Aktien haben oder in ETFs haben oder so, weil ich möchte, wenn alles auf hart kommt und ich jetzt wirklich, wenn das jetzt hier auf null droppt, wäre unfassbar scheiße, obvious, aber wenn das hier auf null droppt, dann ist sich mein Leben ruiniert. Müssen wir mal fragen, frag dich mal, wie viel Prozent seines Vermögens das ist, dann kann man ja schnell ausrechnen, wie hoch die Vermögensposition ist. Das ist halt sehr, sehr wichtig, Freunde, und das solltet ihr... Stimmt, ja, auf jeden Fall, wichtig. ...halt angepasst auf eure Banksituation auch so machen. Genau, also das ist quasi mein ETF, dann Nvidia, aus Gründen, die ich genannt habe. Dann kommen wir zu Take-Two, Freunde. Da habe ich auch investiert auf Empfehlung von Aktien mit Kopf. Da kenne ich das auch her, ja, das Unternehmen überhaupt, ja. Vorsichtig mit solchen Aktienempfehlungen, weil eigentlich ist das keine Empfehlung, sondern er sagt einfach nur, also Kolja sagt ja nur, was er selbst kauft. Das heißt ja nicht, dass ihr das nachkaufen müsst, ne? Also sehr, sehr wichtig zu verstehen. Dann habe ich mich auch an alle Anfänger, obvious, die noch keine Ahnung von nichts haben, kauft euch das Buch von Finanzfluss. Ist ja alles drin erklärt, was man für den Anfang... Ja, was wir hier für Blumen kriegen, ist ja crazy. Ja, Mann. Und die YouTube-Videos sind No-Joke-Banger. Mit denen habe ich mich informiert, Bro. So insane gut. Digga, da hätte ich die von Anfang an geguckt, Bro. Ich hätte mir so viel ersparen können, wirklich. So viel Lehrgeld ersparen können, Digga. Das ist so wichtig. Der Play für mich bei Take-Two ist folgender. GTA 6. Wenn GTA 6 poppt, Freunde, dann geht da meine Strat auf. Oh mein Gott, ich hoffe. Das ist sogar nur auf ein Subsegment der Aktie wettet er. Also ja, spannend. Finanzfluss, der von Aktien mit Kopf, actually. Ich werde kein Geld mehr hier reinpacken, aber ich werde das einfach angucken. Und sobald GTA 6 rauskommt, werde ich das im Auge behalten und dann zählen. Eine Million Omega Lul. Wenn GTA 6 scheiße wird, Bro, dann ist GG die 100k. Dann ist GG no re, Digga, dann ist das Ding durch. Er war, glaube ich, auch ziemlich in Kryptowährungen drin. Also er hat seine Kryptowährung jetzt nicht mit dort aufgeführt, ne? Alright. Junge, entweder hast du Bulls of Steel oder dir sind kranke Schwankungen echt scheißegal. Wie kann man so hohes Anlagevermögen haben und so wenig diversifizieren oder mal in den richtigen World Index gehen, der die Wirtschaft... I know. Ja, gute Anmerkung. Nein, ich bin einfach stupid. Das ist das Ding, Bro. Es ist immer eine Prozentualfrage, ne? Also ich meine, Investmentfonds investieren ja hunderte von Millionen in teilweise in einzelne Aktien, ja? Es ist immer eine Frage von der gesamten Asset Allocation, ja? Spielt keine Rolle, ob seine Position jetzt 1.000 Euro oder 100.000 Euro sind in Take-Two. Die Frage ist, wie ist das prozentuale Gewicht? Und das ist in dem Fall natürlich schon sehr, sehr hoch, ja? Aber dann wissen wir ja nicht, wie viel diese 1 Million Portfolio im Gesamtwert von seiner gesamten Asset Allocation ist. Ich sag mal, an meine 4 größten Player, das bin sind die Anfang Sachen, mit denen bin ich confident, you know? Also ja, Tesla ist jetzt gerade ein Down, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass das hier nicht unbedingt für mich ein schlechter Pick ist. Bitte, Jungs, ich bin kein Finanzexperte, okay? Also ihr solltet jetzt nicht blind irgendwas nachkaufen, mega stupid. So, jetzt kommen wir zu den größten Epic Ls, die ich in meinem Leben je getaggt habe. Intel. Ich weiß bis heute nicht, warum ich da investiert habe, Digga. Digga, dieser Graf sieht aus wie ein Haufen Scheiße. Was genau in mir dachte sich, Digga, ja, Mann, ich investiere in Intel. Aber warum hat er es dann nicht mehr? Also wenn er denkt, warum hat er es dann noch? Sorry, dann müsste man es ja verkaufen. Also wenn man kein Fan von Aktien ist, sollte man es... Ich kann es verstehen, ich meine, er hat keine Lust, den Verlust zu realisieren, aber wenn er das Geld rausnimmt und vielleicht in eine andere Aktie steckt, in die er mehr glaubt, kann er diesen Verlust dadurch besser wieder einspielen, als wenn er auf ein totes Pferd weiterhin setzt, ja. Digga, Junge, wie dumm einfach. Ich weiß nicht, wann ich investiert habe. Ich weiß nicht, an welchem Punkt es war, aber ich war hell stupid anscheinend. Das hat wie viel Prozent? Oh, 40%. 40% gekostet von, also ich habe 100k reingeballert, roundabout, oder 70k. Mhm. Und ich habe damit 31k verloren. Also das ist big, 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 big shit. Ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich AMD da mal ordentlich vorbeigezogen ist auf Chillo. Interessant, also das weiß ich auch nicht. Schreibt mal in den Chat, warum AMD so an Intel vorbei ist. AMD hat sich über die Jahre einfach verbessert mit den Produkten und bezogen auf P&L entwickelt. Du hast also teilweise bessere Produkte für gutes Geld als bei Intel bekommen. Ah ja, okay, weil bisher war es ja eigentlich immer so, ich bin so aufgewachsen, dass Intel-Chip Qualität ist und AMD so günstige Ware. Aber scheinbar haben sie sich gut weiterentwickelt, ja. Das war der good old Coinflip, wie man da jetzt nimmt von den beiden. Diversifikationsstrategie wäre beides zu nehmen, wenn man an den Sektor glaubt. Dann habe ich Adobe, das ist gerade down, aber finde ich trotzdem eigentlich ein ganz okay Player für Zukunft. Dann habe ich Amazon. Da dachte ich, es wäre eine super smarte Idee,
in einer Zeit, wo jetzt alle zu Hause sind. Okay, alle sind zu Hause, Bro. Ja, das hat man ganz gut beobachten können. Ne? Dieser Corona-Effekt hat halt diese ganzen Corona-Gewinner richtig zum Moon gepusht. Amazon, Zoom, Slack und was auch immer es da noch gab. Und die hatten dann natürlich so einen kleinen Ernüchterungseffekt gehabt. Ja, nachdem Corona vorbei war. Genau, der Klassiker. Es musste passieren. Okay, und ich dachte, ich investiere mal auf Sponto da. Aber hier gerne nochmal den Spruch von Unger anbringen aus dem vorherigen Video, wo er gesagt hat, egal was du denkst, dass du weißt, die Börse weiß es schon vor dir. Ja, also solche Informationen sind mit eingepreist, ja. Da oben irgendwo, deswegen habe ich da auch 9K geblowt. Dann Alibaba, keine Ahnung, was da abging, Bro. Aber das Ding ist dann, also wirklich, das Ding ist dann wirklich komplett den Bach runter an dem Punkt, wo halt dann auch Covid passiert ist und sowas. Da ist das Ding also wirklich... Ich glaube, das war sogar noch mehr mit Minus, to be honest. Mittlerweile ist Alibaba ein bisschen gestiegen, weil die darüber nachdenken, den Konzern aufzuteilen. Und so Aufteilung ist immer relativ wertvoll gesehen, also weil du dann halt siehst, welches die Filetstücke sind. Also das Ding ist ja wirklich einfach mal straight up den Bach runter, Freunde. Dann kommt hier der Simon Unge Play. Beyond Meat, Digga. Aber Simon Unge hat doch damit ziemlich gutes Geld gemacht, oder? Er ist doch ausgestiegen, oder? Weil ist er auch weiterhin drin geblieben. Da bin ich auch an einem Punkt angekommen, wo ich jetzt da auch denke, so, ich bleib da jetzt drin. Wirklich, vielleicht bringen die mal irgendwann einfach mal irgendwann Fleisch raus, was einfach krass ist oder so. I don't know, man. Ich finde Beyond Meat ist auch einfach das... Also von den Produkten her, das ist mein least favorite. Also im Finanzbereich musst du halt mit sogenannten Sunk Costs rechnen und alles, was in der Vergangenheit passiert ist, solltest du eigentlich mental abschreiben, weil es ist gelaufen. Also dieser Verlust ist gelaufen und nur weil er jetzt sich denkt, da könnte er nochmal sich das Blatt wenden, heißt es nicht, dass er trotzdem, also deswegen diese 3.300 Euro da drin lassen sollte, sondern die Herangehensweise muss ja sein, du setzt immer auf das, wo du die höchste Wahrscheinlichkeit siehst, dass man damit einen Gewinn erzielen kann. Und wenn er nicht denkt, dass das Beyond Meat ist, dann müsste er, wenn er komplett konsequent ist und das Sunk-Cost-Prinzip berücksichtigt, diese Position auflösen und auf das Pferd setzen, was er für am wahrscheinlichsten als einen zukünftigen Gewinner sieht. Oder halt sagt, ich stecke das in ein diversifiziertes Portfolio. Aber wir reden jetzt von Einzelaktieninvestment. Ich weiß nicht genau, was hier abging. Dass ich mir bei diesem Graph dachte, ja, Mann, holy shit, this is it. Sind sehr schnell dieselben Kandidaten, wie die gesagt haben, als die Credit Suisse-Aktie abgeraucht ist. Hey, soll ich jetzt in Credit Suisse gehen? Also ich habe irgendwann ziemlich early investiert. Irgendwann hier oder so, kein Plan. Aber Mikey, bitte auf dein Handy schauen. This thing is over, Bro. Ich bin auf jeden Fall Big ETF-Fan, muss ich sagen, Freunde. Und da werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal hier bei Just ETF die Tage nochmal ein bisschen was raussuchen. Müssen wir ihm nochmal unsere ETF-Suche zeigen. Tada! Ja, das ist basically mein Portfolio, Ladies and Gentlemen. Ich hoffe, wir sehen nochmal einen wilden Aufschwung in der Wirtschaft, Freunde, dieses Jahr. Das wäre sehr, sehr awesome. Sehr gut, war spannend auf jeden Fall. Das war soweit auch schon der Portfolio-Check. Und wenn du möchtest, dass wir uns auch dein Portfolio anschauen, dann guck mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einen Link, wo du uns dein Portfolio zukommen lassen kannst. Ansonsten solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann wirst du nämlich informiert, sobald wir das nächste Mal live sind.